Jetzt sind wir wieder rumgeflogen hier bei Spyro Reignited Trilogy. Jawohl, wir haben beim letzten Mal noch das Gemälde geholt bei Alpenridge, was tatsächlich relativ fies versteckt war. Und heute gönnen wir uns das Fluglevel dieses Levels, und zwar die Magic Crofter. Bevor wir das allerdings machen, müssen wir diese netten vier Herren für eine Trophäe nacheinander abarbeiten, also in einer Reihe. Also. Was ich super geschafft habe schon wieder, ja. Stabil. Alle vier in einem Sprint töten. Ha, super. Das war's schon mal mit unserer Aufgabe. Ach, fuck. Ja, gut. Da ich mich jetzt nicht töten will, unnötig. Oder will ich das? Nein, will ich nicht. Gehen wir dann jetzt erstmal in das Fluglevel, Crystal Flight und... Nein! Okay. Das war keine Absicht, nein. Es wäre auch halt generell günstiger, wenn wir nach Crystal Flight direkt zum Blowhard könnten, zum... Wirbelfiel. Weil wir einfach, das ist halt näher, als wenn wir jetzt hier nochmal den Kack machen müssten. Weil wir Kacke sind. Wow, Digga. Ich meine, klar, der wird mich irgendwann töten. So, gib mir meine Trophäe. Danke, Platz da. Sehr schön. Ja. Habe ich sonst auch nie geschafft, wenn ich es versucht habe. Das ist halt einfach so ein von wegen, ey, Stil. Sei cool. Wie habe ich das denn vorhin geschafft? Dass ich da direkt hingekommen bin. Ich glaube, es war echt irgendwie ein Bug oder so, ne? Sehr interessant auf jeden Fall. Jetzt klappt es nicht mehr so einfach. Na gut. Nicht mein Problem. Wir gehen jetzt auf jeden Fall schön zu Crystal Flight. Zum Kristallflug. Und rein da! Ich habe schon wieder keine Ahnung mehr, welcher das war. Ich glaube, das war auch der mit den Leuchttürmen, ne? Nur halt diesmal... Da fährt dann der Zug rum und sowas. Das müsste, glaube ich, der Kristallflug gewesen sein. Frag mich aber nicht, was es hier noch gibt. Ich vergesse es immer wieder. Ja. Nein. Das war der nicht. Dann ist das der letzte, der mir noch fehlt. Ach. Ich habe doch keine Ahnung von den ganzen Leveln. Das war Crystal Flight. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Wir müssen auch irgendwo bei Sunny. Ja, gut. Bei Sunnyflight erstmal die Feen abfackeln mit den Schildern hier und noch irgendeine Sache machen, die ich schon wieder vergessen habe. Hier so Looping, glaube ich. Irgendwie durch diesen Bogen. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das wird, weil das wird wahrscheinlich ein bisschen kniffliger. Als die Feen abzufackeln. Naja, schauen wir uns mal an. Wir müssen hier halt immer penetrant zwischen... Oioioioi, die Zeit ist aber schon ziemlich fortgeschritten. Zwischen Achievements, also hier PSN-Trophäen und... Fähigkeitspunkten unterscheiden. Weil es halt zwei verschiedene Sachen sind, aber im Endeffekt relativ ähnlich sind von der Aufgabe, die wir da erledigen müssen dafür. Wieso habe ich denn noch so wenig Zeit? Was habe ich denn großartig verkackt? Eigentlich nichts, das ist es ja. Heilige Scheiße. Okay, das ist... Wow, ist das eng bemessen. Also ich weiß halt, dass ich letztens im Stream die gleiche Reihenfolge gemacht habe und damit null Probleme hatte. Aber gut. Ja, ich weiß, ich habe am Anfang Kisten übersehen, aber ich will auch eigentlich eher die Flugzeuge. Ich mach wieder alles kreuz und quer, das ist gar nicht gut. Ein Flugzeug fehlt. Ja, das ist noch beschissener. Ja, komm, machen wir erstmal die Kisten. Hier noch gerade rumlungern. Das sind auch alle dann. Bei den Bögen habe ich, glaube ich, noch keinen, ne? Da ist auf jeden Fall das Flugzeug, das ist schön. Und hier enden auch die Ringe. Das heißt, die kann ich direkt mal mitholen. Die Ringe sind sowieso nicht das Problem. Man muss nur wissen, wo die sind. Jetzt fragt sich nur, wie weit bin ich jetzt vom ersten Bogen entfernt und wo ist der überhaupt? Ach, hier ist er. Oder der letzte, oder ich weiß nicht. Doch, das ist der erste Bogen eigentlich. Ach, ist auch egal. Wir haben eine super Route. Das gefällt mir. Jetzt darf ich nur nicht wieder irgendwie so blöd sein und gegen so einen Bogen fliegen. Und ins Wasser fallen. Wäre nicht so schön. So, hier den haben wir schon. Und dann gibt es hier hinten noch zwei. Ja, das war auf jeden Fall ziemlich geil. Hätte man noch heftiger verkacken können. Gefällt mir. Also es sah sehr schwer aus, aber ja, das haben wir super hinbekommen. 1,18, spitze. Ich glaube 1,17 war im ersten Fluglevel. So, glaube ich. Habe ich so im Kopf. Naja, wie auch immer. Jetzt geht's zum Wirbelfiel. Ich freue mich drauf.
Wobei ich mir wieder gar keine Ahnung mehr habe, welcher Boss das nochmal war. Ich kenne den Jack und das war's auch eigentlich. Metalhead wüsste ich gerade auch nicht mehr, Blowhard weiß ich auch nicht mehr. Ich vergesse es halt immer wieder. So, jetzt müssen wir nämlich einfach nur noch hier einmal rüber. Supersprint ist auch nicht vonnöten. Wir müssen einfach nur hier runter. Und dann hat sich die Sache. Wer war Blowhard? Ach doch, 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 doch. Das war. Der war das mit diesen rechts in den Tunnel und da waren so Plattformen und da war dann direkt der Drache in einem so einem kleinen Abteil. Das war der Wirbelfiel, glaube ich. Aber wie gesagt, Metalhead wüsste ich spontan auch nicht mehr weiter. Aber das ist ja auch erstmal Zukunftsmusik. Wir wollen jetzt erstmal den Blowhard besiegen. Ja, der war prinzipiell auch nicht schwer. Aber die waren ja alle nicht schwer. Eigentlich. Und ich habe trotzdem bei beiden hart verkackt. Also, ja gut. Beim Dr. Schäfer habe ich nicht so hart verkackt. Aber mit den Hunden oder Wölfen oder was weiß ich, was das sind. Den Schäferhunden da. Beim Toasty, da habe ich ja doch schon ein bisschen verkackt, würde ich sagen. Das war nicht so astrein gelöst. War hier schon immer eine Windmühle, sag mal. Wenn, dann ist sie mir nie so krass aufgefallen, aber ich glaube, da war nicht mal wirklich eine. Ich glaube, das ist wieder so ein neues, schönes Element. Ich mag Windmühlen. Genauso wie Leuchttürme. Leuchttürme sind nochmal eine Ecke cooler. Wobei Windmühlen einfach schöner aussehen. Aber Leuchttürme haben sowas Romantisches. Oh, 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 hier ist er doch. Ich habe dich ein bisschen übersehen, Kollege. Sorry. So, hier ging es noch weiter, aber eher auf einer anderen Ebene. War das schon immer so? Ich glaube, das ist auch eine Frage, die ich mir ziemlich oft in diesem Let's Play stelle. Weil ich einfach nicht hundertprozentig genau weiß, wie war das. Und war es schon immer so? Nee, Blödsinn, das ist dasselbe. Egal, vergesst es. Vergesst, was ich gesagt habe. Gilt eigentlich für alles, was ich sage. Hört nicht auf das, was ich mir sage, das macht es so unnötig kompliziert. Um Dennis aus Crash 1 zu zitieren. Der alte Herr. Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Du hast ja keine Ahnung, wie lange ich im Kristall gesteckt habe. Und ich auch nicht. Wer bist du nochmal? Ich bin dann mal weg. Deine Mutter? Ach nee. Nicht so ganz. So, hier bin ich auch schon mal öfter runtergefallen. Diesmal nicht, heute nicht. Das ist schön. So, hier geht's jetzt nach links. Das war der Bereich, den ich vorhin meinte. Hier oben. Hier liegt sogar ein bisschen Schnee. Oh, ich will noch mal ein bisschen durch den Schnee laufen. Ach, schön. Ich mag Schnee. Ich mag Züge. Naja. Und tschüss. Hallo, tschüss. Ah, nicht gesagt. Aber das war's noch gar nicht. Ja. Es geht noch weiter. Na gut, ist ja auch noch nicht. Wir haben schon 317 Edelsteine. Heilige Scheiße. Also hier kann man echt einen Reibach gewinnen. Oder holen. Oder was weiß ich. Sich verdienen. Die ist aber ganz schön schnell unterwegs. Ja gut. Ist ja auch Blowhard. Der wirbelt viel. Und hier ist jetzt komplett Schnee. Schön. So. Tot, Junge. Sehr gut. Oh, oh mein Gott. Die Spyro-Melodie mit Glockenspiel oder irgendwie sowas in der Richtung. Geil. Das klingt super. Okay. Ich würde sagen, wir benutzen mal wieder das Levelportal, weil wir direkt da sind. Lasst uns hochwirbeln, zurück in die Welt der magischen Künstler. Und dann geht's in die Welt der Beastmasters, wo ich keine Ahnung habe, wie es übersetzt ist. Wie übersetzt man das? Übersetzen jetzt echt Beastmeister? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Beast übersetzen die anders, aber Master wird bestimmt so übersetzt. Dass du so viele Dracheneier zurückgebracht hast, Spyro. Gerne. Steig ein, wenn du bereit für die Monstermacher-Welt bist. Monstermacher, okay, gut. Möchtest du dorthin? Das ist eine gute Übersetzung, doch. Beastmaster, Monstermaker, ja, genau. Monstermacher, doch, das finde ich gut. Monstermacher-Welt, das klingt super. Damit bin ich einverstanden. Dann erkunden wir die Welt, dann, ja, ich weiß nicht, sollen wir jetzt wieder direkt das nächste Fluglevel hinterher klatschen? Jetzt war ich ja wieder hier, nee, nicht mit Nebel.
Wildflight war das. Also wahrscheinlich Wildflug. Oder sowas. Flug der Wildnis, ich weiß es nicht. Und das sieht verdammt geil aus, der Himmel hier. Oh mein Gott, sieht das episch aus. OMG. Ich liebe einfach diese Farbe des Himmels allein schon, ne? Und dieses ganze Sumpfige, das. Oh mein Gott! Es sieht einfach so gut aus. Also man sieht halt mal was. Und nicht nur dunkel. Man sieht halt wirklich legit, dass das so ein Moor, so ein Sumpf ist. Man sieht es einfach. Und es ist nicht einfach nur dunkel. Das ist doch. Das ist. Wow. Habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, dass man das damals ja eigentlich gar nicht so richtig gesehen hat alles. Aber wenn man es jetzt eben mal sieht, ne? Oh mein Gott, das ist. Oh mein Gott, ist das geil. Ach, ich komme aus dem Schwärmen nicht raus. Mal wieder. Auch wenn die Welt an sich nicht so nett ist, aber. Dafür kann das Design ja nicht. Hochlanddorf. Terrace Village. Genau. Cool. Das fand ich eigentlich auch immer ganz cool, das Level. Deswegen werde ich das später machen. Mistyborg werde ich wohl auf jeden Fall vorher machen. Und zum krönenden Abschluss dann wahrscheinlich die Baumwipfel. Nasty Nog macht unseren Sumpf zu einem elektrisch geladenen Schrottplatz. Dabei war es hier so schön. Das glaube ich gern. No. Glaube ich wirklich, dass es sehr schön hier ist, wenn es eben einfach nur nicht böse wäre. Okay, ihr seht übrigens, dass ich die Karte wieder eingeschaltet hatte für die Suche nach dem Gemälde. Das habe ich auch vergessen zu erwähnen, weil ich dachte, vielleicht hilft die mir. Sie hat mir nicht geholfen. Deswegen schalte ich es jetzt auch wieder aus. Das wird sich durchs Let's Play der drei Teile ziehen, dass ich die immer wieder an- und ausschalte. Also ich gehe mal davon aus, dass wir in den anderen Teilen auch Karten haben werden. Fände ich cool. Fände ich super. Finde auch die Idee nett, dass sie das eingebaut haben. Zumal ich schätze, das haben sie wahrscheinlich sowieso intern gehabt. Ich schätze mal schon, dass sie sich intern so Karten quasi gezeichnet haben. Damit man weiß, wie das umzusetzen ist. Entwicklertechnisch. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also war wahrscheinlich jetzt auch nicht die härteste Arbeit, diese Karten reinzubringen. Von der Karte an sich. So, hier haben wir es schon. Treetops, Baumwipfel. Das aber erst später. Zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich als letztes. Ich hätte es zwar gerne als erstes hinter mir, aber es ist einfach das Finale der Welt. Das kann man nicht zuerst machen. Das geht nicht. Habe ich öfter schon so gemacht, mache ich jetzt aber definitiv nicht. Das Beste kommt immer zum Schluss. Es ist wirklich das Beste in der Welt, aber auch nur, weil es so kackenschwer ist. Und weil ich immer wieder verpeile, wie das alles geht. So, hier haben wir den nebligen Sumpf. Nicht die spukenden Sümpfe aus Teil 3, sondern den nebligen Sumpf. Misty halt, ne? Misty Bock. Und hier unten wird sich der Wildflight verbirgen. Hier war noch irgendwo ein Gegner, ich weiß es. Komm her, zeig dich. So. So einen Scheiß merke ich mir, ne? Hat er jetzt nicht mehr was gegeben? Ach, ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Gehen wir mal in dieses nette. In diese nette Hütte rein. Und befreien natürlich den Drachen. Den Klitus. Schön, dich zu sehen, aber ich muss los. Ja, dann geh doch zu Netto oder wohin auch immer du gerade gehst. Ich glaube, ich mach's einfach direkt. Wildnisflug. Sie haben es tatsächlich nicht einfach nur Wildflug genannt. Finde ich gut. Hier wäre zwar Flug der Wildnis angebracht, aber da sie es alle zusammengeschrieben haben, ist das stilistisch absolut okay. Warum bewerte ich überhaupt die Übersetzung? Weil es Übersetzungen gibt, die einfach nur scheiße klingen, deswegen. Da greife ich übrigens nicht direkt den Wirbelfiel an. Der geht eigentlich. Klingt zwar im Deutschen halt trotzdem scheiße, aber wie gesagt, so krass viel besser hätten sie es gar nicht mehr übersetzen können. Ich find's okay. Nee, aber es gibt deutlich schlimmere Übersetzungen. Ach, das war Wildflight. Okay. Oh mein Gott. Gab's da nicht? Da gab's auch was, ja. Ich weiß nicht, ob es ein Stilpunkt war oder. Reite 10 Sekunden lang auf einer Druidenplattform. Hä? Bei Wirbelfiel? Wo kann man denn da auf einer Druidenplattform? Was heißt denn auf einer Druidenplattform reiten? Ach, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich nichts allzu Schweres, oder? Dann war es doch wieder hier irgendwas. Man muss irgendeinen Flug schaffen und ich glaube, es war der Wildnisflug, ohne den Boden zu berühren. Naja, ich töte mich mal, weil ich sowieso keine Struktur habe gerade.
eigentlich hier eine Kiste mitnehmen und dann direkt die Bögen, glaube ich, abfliegen. Ach, oder irgendwie sowas. Toll. Das lief ja super. Vielleicht verliere ich hier auch Leben um Leben. Mal schauen. Das sieht gerade auf jeden Fall nicht besonders gut aus für mich. Ach Gott, die Boote sind so gottverdammt niedrig. Wie soll ich die denn... Okay, der fährt gerade irgendwie mit 10 FPS oder sowas hier lang. Schön. Hier ist das Spiel gerade irgendwie dezent überfordert. Kann das sein? Wie viel Leben habe ich denn? 18. Oder verliere ich hier gar kein Leben, wenn ich verkacke? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ach, das ist ein anderes Boot. Okay, ich sollte vielleicht tatsächlich irgendwie ein bisschen höher fliegen. So, jetzt gucke ich mal. Wenn ich jetzt 17 habe, dann verliere ich Leben. Nein, ich verliere echt kein Leben. Das finde ich sehr nett. Okay, jetzt habe ich natürlich nicht erwischt. Super. Ja, aber Alter, mit wie viel... Oder nee, okay, das ist einfach so. Also es ist kein Fehler irgendwie, sondern die fahren halt einfach so ruckelig, wie es aussieht. Wobei das erste schon gerade verdammt ruckelig fährt. Oder gefahren ist, oder? Jetzt habe ich einen übersehen, oder? Einen Bogen. Nee, habe ich. Ich habe alle. Gut. Okay. Das klingt doch immer so unglaublich hart, wenn ich das so direkt sage, aber so ist es gar nicht gemeint. Jetzt weiß ich leider nicht, wo der andere ist. Der ist direkt da vorne. Das zählt wahrscheinlich jetzt schon als gelandet. Von wegen Achievement und so. So, ja, jetzt muss ich leider nochmal den ganzen Weg zurückfliegen. Oder halt einfach nochmal weiterfliegen. Das Problem ist, ich habe noch die ganzen Flugzeuge am Ende. Das wird zeitlich halt deswegen nicht hinhauen wahrscheinlich. Auch wenn ich das mit den Kisten jetzt noch hinkriegen kann. Das wird nichts, Freunde. Das wird nichts. Aber ist auch egal. Wir nähern uns. Wir nähern uns an. Das ist auch okay. So, einmal rumfliegen und hier direkt irgendeinen schnappen oder auch nicht. Vielleicht schaffen wir es auch doch noch. Ja, natürlich endgeil. Ja, dann hätte das jetzt aber passen müssen. Okay. 2 Flugzeuge. Ist okay. Ich habe für den Part eigentlich sowieso nichts anderes mehr vor, deswegen... Da ist schon okay. Ich will nicht landen. Ich weiß nicht mal, ob es der Wildnisflug war. Ach, egal. Egal. Ich glaube, wir machen direkt die Kisten und... Ja, nee. Das dürfen wir nicht machen. Wir dürfen nicht direkt die Kisten machen, weil wenn wir die jetzt machen, kommen wir hier nicht mehr so schnell zurück. Dann müssen wir den gleichen Weg wieder zurückfliegen und das ist ineffizient. So. Dich hätte ich gerade schon töten müssen. Das lief jetzt besser. Man kann die Bögen auch andersrum machen und die Boote. Das macht eigentlich auch mehr Sinn, aber ich mach's halt so. Dann muss ich halt wegen einem Boot ein bisschen den Umweg in Kauf nehmen, sag ich mal. Fuck! Wir können mal gucken. Wenn wir jetzt einfach... Oh mein Gott, hier lang fliegen. Nee, das ist nicht auch... Hier ist das doch. Hier durch. So. Einfach... Ja, mein Gott! Ey, ich hab's echt mit dem Wasser, ne? Ich kann das nicht abschätzen, wie tief ich schon bin. Das finde ich echt nicht leicht. Okay. Ja, super. Das habe ich schon verkackt. Für dieses eine... Oh mein Gott. Okay, ich kann sogar so ein bisschen auf dem Wasser gleiten, sag ich mal. Ihr habt echt einen viel zu straffen Zeitplan hier, Kollegen. Also eure Taktung ist ein bisschen blöd. Gefällt mir nicht so. Ah, der deckt. Man kann ihn auch ein bisschen abbremsen. Finde ich gut. Oh mein Gott, ich mache hier halt gerade den größten Scheiß, ne? Ich mache halt echt den größten Scheiß. Wie hoch kommst du, Kollege? Heilige Scheiße! Also es war die dümmste Idee überhaupt, das so rum zu versuchen. Also ich meine, prinzipiell kann man das deutlich effizienter machen alles, aber ich kann das überhaupt nicht so manövrieren, wie ich es manövrieren können muss. Deswegen ist es halt eine dumme Idee. Was hat mich denn da jetzt gerade getroffen? Mich hat irgendein Trümmerteil getroffen und hochgebamst. Oder war ich jetzt blöd? Was war das? Ich wäre halt voll gut noch dabei gewesen, so. Was war das? Leck mich. Ich fliege jetzt wieder links rum. Also einmal hier die Ehrenrunde. Das ist für mich angenehmer. Kriege ich besser hin. Was war das denn, ey? Frechheit, echt. Absolute.
glaube, wenn man X drückt, kann man nur noch ein bisschen an Höhe gewinnen. Ist das so? So, alle Bögen und hier sind jetzt gleich die letzten Boote. Das letzte ist halt schon, oh mein Gott, enorm weit weg und das war so scheiße, dass ich den nicht getroffen habe, ne? Hä? Nee, wo ist denn der? Wo ist denn das letzte Boot? Habe ich das irgendwie mittendrin übersehen oder hätte ich jetzt nach rechts? Ach, scheiße. Ich glaube, ich hätte einfach nur eine Ehrenrunde fliegen müssen. Das ist wahrscheinlich direkt hinter dem Boot, ne? Dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Ja, okay, das kommt direkt dahinter. Ja, mein Gott. Zeit ist scheiße, aber ja, ich weiß jetzt immerhin, wie es normalerweise abläuft oder ablaufen kann oder ne, und so weiter. So, erst die Kisten. Ach komm. So, einer noch hier, glaube ich, oder beide hier. Bin ich denn jetzt lang? Ach nein, das ist der Weg! Oh Gott! Ja, hätte ich meine Karte aktiv. Oh, ich wollte den... Ich dachte schon, hey, wieso geht denn das in die Richtung? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich bin so blöd, ehrlich. Ah, ich wollte dem entgegenfliegen und fliege einfach zurück. Boah, ich bin so gut. Junge, 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 Junge. Verleiht mir einen Orden. Sofort. Für Unfähigkeit. Ist ja echt der Hammer. Oh Mann. Na, was soll's. Können wir die Situation mit den Booten jetzt besser machen und dann ist das doch schön. Weil ich nicht ganz verstehe, wann kommt der denn jetzt bitte hier? Ach, der fährt hier einfach noch gemütlich im Kreis. Fährt hier irgendwie immer im Kreis? Ach, keine Ahnung. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch 29 Sekunden Zeit. Das finde ich super. Das macht unsere Aufgabe deutlich leichter. Und angenehmer und sonst was. Ich bin auch bisher noch nicht gelandet. So, dann fliegen wir erstmal den Weg hier lang. Und jetzt mal die richtige Richtung. So. Nein, einen übersehen. Wie dumm. Jetzt hätten wir schon fertig sein können. Dann sind wir halt jetzt fertig. Mit 23 Sekunden plus und Zeit für einen Rückflug. Jawohl. Wir haben das Achievement, was ich haben wollte. Das ist super. Das gucken wir uns doch gleich mal an. Das müsste halt gewesen sein, dass wir hier nicht landen dürfen, richtig? Oder war das jetzt einfach, weil wir eine super Zeit hier haben? Schaue ich mir jetzt mal an. Weil ich glaube, es gibt in jedem Level einen Unterschied, also in jedem Fluglevel ein anderes Achievement, kann das sein? Weil es gab ja zum Beispiel bei Sunnyflight von wegen, ey, du sollst alle Feen abfackeln. Vielleicht war das dann bei der zweiten von wegen, du sollst diesen Looping machen. Vielleicht waren es also tatsächlich unterschiedliche Fluglevel. Das will ich jetzt gerade mal wissen. Hier, zeig mal an. Brauchst nicht aktualisieren, ich will nur wissen, was das hier war. Heißer Flug, genau, das war Röster alle Feen im ersten. Genau, Röster, nee, okay, ich muss überall, in jedem muss ich die, oder auch nicht. Nee, beim Nachtflug. Hä, okay. Muss ich nichts machen beim ersten? Mache ein Looping um einen Bogen. Okay, das gilt wohl bei allen. Also das kann ich in irgendeinem Fluglevel machen. Okay. Und in jedem Fluglevel muss ich irgendwie die Dinger rösten oder so, oder wie ist das? Naja, ich wollte ja jetzt Zeit für einen Rückweg. Wo war das denn? Ja, ich kenne mich wieder super aus hier. Schließe den Wildnisflug ab, ohne den Boden zu berühren. Genau, sehr gut. So, das haben wir geschafft. Finde ich tatsächlich gar nicht mal so einfach. Haben wir geschafft. Finde ich super. So. Außerdem würde ich super finden, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Was für eine tolle Bridge. Denn dann werden wir weiter in dieser tollen Welt machen. Die sieht so unglaublich cool aus. Wir werden also die Welt zu Ende erkunden. Und werden uns dann wahrscheinlich zuerst hier beim nebligen Sumpf vergnügen. Schließlich beim Hochlandzeugs. Hochlanddorf wahrscheinlich, ne? Terrace Village. Steht hier leider noch nicht. Steht es hier vielleicht schon bei den... Ey, bei den... Nein! Scheiße. Bei den Fähigkeitspunkten drin. Hier gibt es natürlich jetzt nichts. Doch, Hochlanddorf. War richtig, ja. Da gab es irgendwas. Schön. Also, hier, ne? Nebliger Sumpf. Hochlanddorf. Nachdem wir die Welt hier erkundet haben. Und abschließend für diese Welt gäbe es dann natürlich noch die Baumwipfel. Und den Metalhead.
Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dahin. Tschüss.